Hallo und herzlich willkommen. Uiuiui. Eloy ist ein bisschen fertig jetzt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und genau da wollen wir hin. Und das werden wir jetzt auch machen. So. Wir wollen, bevor wir mit der Quest weitermachen, erstmal das Lager da. Na gut, das war doch nicht so verbuggt, wie ich gehofft hatte. Also, dass man einfach runterglitschen kann. Genau, wir werden jetzt diese Stelle säubern. Weil jetzt sind wir ja stark genug. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Mal schauen, wie viele da verdorben sind. Ja, ich mach's da ein bisschen natürlich. War doch nicht ganz so easy, ne? So. Das wird zu schwer. Okay. Gut, wie gesagt, wir brauchen Händler. So. Ist jetzt das hier? Ja, okay. Ich habe es geschafft. So. Kehre zu Dan zurück. Dann machen wir das mal. Wir haben jetzt letztes Mal, ich glaube, drei von den Schnellreisen Reisedingern verschwendet. Das war ein bisschen doof. Aber egal. Ah, ein Händler. Hi. Ich hoffe, du kaufst etwas. Ja. Läuft gerade nicht. Hast du letztes Mal ja auch schon gesagt? Gefällt dir was davon? Ja. Natürlich. Outfits. Wächterlinse. Graserlinse, Breitkopflinse. Dann hätte ich ja wirklich noch die einfach ja behalten sollen.
Rosige Zahnherz. Warte, Munition. Objektherstellung. Okay, also Verderbnis. 11 und 14, 8. Das können wir verkaufen. Eisschutz. Schockschutz. Eis. 8 Schaden ist eigentlich nicht. Okay. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. Gut, dann. Befreie sie von der Verderbnis. Hier. Ich fand deine Freunde, du weißt schon wo. Sie kommen bald zurück. Oh, danke. Danke, danke, danke. Was für eine Erleichterung. Du verrätst es doch niemandem, oder? Ja, ist ganz ja gut. Ruhig. Die Stammmütter singen die Hymne der Buße. Ich denke, ihr seid sicher. Das stimmt. Die Hymne ist Sühne für uns alle. Danke. Das habe ich nicht gemeint, aber gut. Gut, dann. Das kann ich einfach nicht glauben. Vergiss die ungläubigen Mörder. Ah, warte. Vielleicht hast du vielleicht. Ich hoffe, du kaufst etwas. Ja. Ah, cool. Gefällt dir was? Genau, Tränke. Okay, Munition. Da habe ich, glaube ich, jetzt alles. Vielleicht noch Waffen. Seilwerfer. Das wäre auch interessant. Staubabfalle habe ich. Genau, den habe ich auch. Staubabfallen-Ding. Schattenschleuder. Kaufen Waffen. Scharfschussbogen, dann kann ich den verkaufen. Den verkaufe ich auch. Dafür kaufe ich den Stolperding und Seilwerfer oder die Schleuder. Mach mal den Seilwerfer. Tja, ich. Dann. Okay. So, Seilwerfer, ja. Also an sich Seilwerfer würde ich so interpretieren. Na gut, ich schaue es mal an. Ich würde es so interpretieren, dass die einfach. Ach krass. Da gibt es ja so viele Tutorial-Dinger, die EP geben. Aber ja. Ich denke mal, dass das einfach so ist, dass ich ein Viech damit finden kann. Also eine Maschine.
So. Wie komme ich jetzt am schnellsten da hoch? Ja, erstmal Läufer holen. Und ich save mal hier kurz und dann brauche auch wieder Pflanzen. Ich glaube, das ist mein Lieblingsgericht, ne? Die denn schon wieder hier? Ich komme hier raus. Lass die Läufer in Ruhe, ich brauche die. Schildkröte. Ha, sehr nützlich. Bleib da unten. Das willst du nicht. Zum Glück sind die dann im Fleisch. Oder... Danke. Gut, dann... Heilung, da drüben ist auch nochmal Heilung. Oh, das sind zwei Säge Zahntiger. Und es fängt an zu regnen. Was ist das denn? Ich muss meine Ausrüstung unbedingt trocken halten. Achso, das... Oh nein, das ist ein Feuerding. Und ich muss da vorbei. Na gut. Dann schauen wir mal.
Idiot. Du killst gerade mein Pferd. Du hast mein Pferd gekillt. Was ist verkehrt mit dir? Super, da hab ich jetzt mein Pferd gekillt. Was für ein Arsch. Aber von oben sind die echt ziemlich easy. Aber ja, ist ja verständlich. Da kann man Dorffeuer auf die auf seinen schönen, breiten, fetten Hintern machen. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Mhm. Ist das ein Pferd? Beziehungsweise ein Läufer? Ich glaube ja. Hi. Das ist ein Lagerfeuer. Sehr schön. Verdorbene Zone entdeckt. Stufe 18. Lass dir Zeit. Nichts passiert, alles gut.
Ja. Was dabei krass ist, wenn die Verderbnis um sich schlägt, also quasi wenn ich verdorben bin, sag ich mal so, dann ist sie so krass geslowt. Also dann geht sie ja einfach nur so rum. Ist so krass. Ich hab eine Idee. Schnell. Oh, der ist ja auch wieder da. Warte mal. Ach, verdammt. Da komme ich, glaube ich, nicht hin. Ich wollte jetzt hier hoch. Ich glaube, da komme ich nicht. Also hier, wo ich gerade bin, komme ich nicht hin. Vielleicht, wenn ich hier durchreite. Zu steil. Ich muss woanders entlang. Hey. Es sei, wie es jetzt die ganze Zeit abgeht. Hä? Also. Genau, hier gibt es nichts zu sehen.
Ja, dann. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. So, ja, okay. Aber schade, dass mein Pferd schon wieder steht. Aber auf jeden Fall hat es geklappt. Also ich muss immer schauen, dass ich irgendwie oben hinkomme. Was machst du denn da? Das ist gemein. Das ist doch alles nicht wahr. Der kann mich doch. Oh Gott. Okay, jetzt. Ich weiß aber, wo ich jetzt hin muss und alles gut. Weil. Und die sind jetzt da geblieben, das ist sehr schön.
Was sind bei denen eigentlich die Schwachstellen? Genau, vorne und genau. Und immer schön leise. Von hier dahin. Sound dann ist richtig cool. Na. Das nervt so, wenn die dann festbacken. Und dann erwischen die mich. Umher, du. Ich bin einfach nur müde. Vor allem ohne dass ich. Kleine Zehrpflanze. Ohne dass ich sicher helfen. Oben gewesen wäre. Ich hätte es nicht geschafft.
wahrlich nicht geschafft. Die Bäume stehen hier sehr dicht. Da kann man nur schwer hindurchschießen. Ja. Und? Jo. Und Teesburg. Gut, okay. Ich will jetzt mal was loswerden. Wow, okay. Was einfach gesagt werden muss. An alle Jessie-Fans und die ganzen Liebesschicksale-Fangemeinde. Jessica Sterling sollte Liebesschicksale nicht gewinnen. Das ist doch offensichtlich, wenn man mal ein bisschen aufpasst. Ich war mal wie ihr, Leute. Bei der letzten Staffel wollte ich, dass Jessica gewinnt. Aber in Folge 3.01 ist sie zu weit gegangen. Habt ihr überhaupt mitbekommen, wie sie Louis abserviert hat, den süßesten Typ auf diesem Planeten? Er hat immer zu ihr gehalten. Aber Alaska-Übernahme, als der Harrier-Bot mitten im Kampf nicht mehr richtig funktionierten. Jessica war nur erfolgreich, weil Louis ihr den Rücken frei gehalten hat. Er liebt sie. Und sie interessiert das überhaupt nicht. Und darum unterstütze ich jetzt Vernon. Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Ich war 2 Staffeln lang Jessie-Fan. Jessica ist der einzige Grund, warum ich Sterling Marquette überhaupt interessiere. Warum mich Sterling überhaupt interessiert. Aber als Fan kann ich nicht länger jemanden unterstützen, der so herzlos ist. Du hast was Besseres verdient. Okay. Okay. So, gut. Es ist schon wieder 38 Minuten. Oh Gott. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn wir ja sehr oder ich sehr gestruggelt habe. Ejo. Danke fürs Kommen. Genau, ich speichere jetzt mal. Und dann. Ja. Würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und was ist das? Immer schön leise. Was ist das? Ach so. Apokashitstorm Tour Tag 5. Grey Swarms waren die Vorgruppe von Turtle Smash, als ich hier meine Überdosis nahm. Das stand zumindest im Polizeibericht. Ich war 15 Jahre alt. Als ich 2 Tage später im Krankenhaus aufwachte, war dein Gesicht das erste, was ich sah. Ach krass. Das war hier. Ist ja lustig. Ja, cool. Dann damit, ja. Bis bald, hoffentlich. Macht's gut. Bye, bye.